Mein alter Freund, Reverend Arthur Mayhew, war im Jahr 1925 ein hart arbeitender Geistlicher in einer großen Gemeinde einer englischen Stadt, die sehr von der Industrialisierung profitiert hatte. Da er zu diesem Zeitpunkt schon recht betagt war und seine gesundheitliche Konstitution mittlerweile durchaus zu wünschen übrig ließ, fasste er eines Tages einen einsamen Entschluss, den er seinen beiden unverheirateten Töchtern, Alice und Maggie, unumwunden mitzuteilen gedachte. Seit seine Frau vor vielen Jahren gestorben war, führten die beiden ihrem Vater den Haushalt. Worum geht es denn, Vater? Ist es etwas Ernstes? Du siehst so angespannt aus. Ja. Ja, das bin ich auch. Oh. Bitte, nehmt Platz, Kinder. Ist etwas passiert? Weißt du, Alice? So, rede doch schon, Vater. Also, ist etwas passiert? Nein, das nicht. Aber es muss ja nicht immer erst etwas passieren, damit man handelt und das einzig Richtige tut. Du sprichst in Rätseln. Was soll das bitte heißen? Das soll heißen, dass man mir das Angebot gemacht hat, für ein Jahr die Gemeinde mit einem Kollegen auf dem Land draußen zu tauschen. Ja, das ist in der Tat eine Überraschung. Und du hast... Ich habe dem zugestimmt, ja. Ja. Meiner Gesundheit wird es mehr als gut tun. Ich hätte dort viel weniger Arbeit als hier und könnte mich nebenbei in idyllischer Umgebung und bei guter Luft einmal richtig erholen, was auch durchaus dringend nötig ist. Das muss ich bekennen. Ja, du siehst Alice und mich wirklich überrascht, Vater. Wenngleich wir es natürlich begrüßen, dass du auf deine Gesundheit achten willst. Ja, natürlich. Ja, das freut mich. Ja. Ich hoffe inständig, dass ihr beiden gewillt seid, mich zu begleiten. Natürlich sind wir das. Ja. Oder etwa nicht, Maggie? Nun... Das kommt ein bisschen darauf an, mit wem tauschst du denn die Gemeinden? Mit Reverend Roberts. Oh! Er ist, wie ihr wisst, ein alter und sehr guter Freund. Ja. Seine Gemeinde ist in Overbury, nicht? Ja, richtig. Overbury liegt in Worcestershire. Ja, sehr ländlich also. Durchaus. Ach, guck doch nicht so, Maggie. Es soll dort unglaublich schön sein. Oh ja, das ist es auch. Die Wälder und Hügel laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein und die gute Luft wird meiner gebeutelten Lunge wohltun. Ja, mit einem Wort, da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Nun ja. Und wenn schon, es ist doch nicht für immer, sondern nur für ein Jahr, Maggie. Ja, du hast gut reden. Dir liegt ja nicht so viel an Gesellschaft wie mir. Aber wir haben doch uns. Ob mir das genügt für ein ganzes Jahr? Ich weiß nicht, Alice, wirklich nicht. Es wird sich ja herrlich dort zu leben, du wirst sehen. Es wird sich wie ein ganzes Jahr Urlaub anfühlen. Oh. Wenn du nicht mitkommst, Maggie, dann werde ich... Ich komme ja mit. Oh ja. Es ist ja immerhin zu deinem besten, Vater. Eben. Und Alice und ich... Wir werden uns da draußen auf dem Land die Zeit schon sinnvoll zu vertreiben wissen. Oh ja, ganz bestimmt. Und dann wäre das also abgemacht. Ja, Vater. Wenn es Gottes Wille ist, dass du dort Dienst tun sollst. Ich danke euch. Nicht doch. Wir freuen uns. Nicht wahr, Maggie? Ja, wir freuen uns. Mhm. Ein durchaus willkommener Nebeneffekt ist, dass ich in Reverend Roberts Bibliothek sicherlich eine Fülle an Büchern zu meinen diversen Steckenpferden und privaten Forschungsschwerpunkten finden werde. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du mal erwähnt, dass es dort hinter dem Haus eine große Rasenfläche zum Croquet-Spielen gibt. Ganz recht. Ja. Sehr gut. Das ist durchaus ein kleiner Lichtblick. Na, siehst du. Wann werden wir abreisen? Freitag in einer Woche. Oh, so bald schon? Ja, es ist unabdingbar.
Mr. Roberts wird uns in Overbury noch empfangen und uns freundlicherweise direkt vor Ort alles erklären, was wir wissen müssen. Also, ich finde wirklich, dass das alles sehr gut klingt. Na ja. Das Pfarrhaus von Overbury, mein Amtssitz sozusagen, wusste Alice Maydew und ihren Vater sehr zu begeistern. Der etwas nüchternen Maggie Maydew hingegen war es erwartungsgemäß viel zu einsam gelegen. Ich bin mir sicher, Sie werden sich trotzdem schnell hier einleben, Miss Maydew. Ihr Wort in Gottes Ohr, Reverend Roberts. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ach, natürlich wird sie das. Dafür werde ich schon sorgen. Es wird für uns alle eine unvergessliche Zeit hier bei Ihnen werden, lieber Freund. Oh ja. Das steht zumindest sehr zu hoffen. Nun denn, wenn Sie über das hinaus, was wir bereits alles besprochen haben, noch irgendwelche Fragen haben sollten, dann wissen Sie ja, wo Sie mich finden werden. Die Adresse ist uns nur zu vertraut. Ach, Alice. Die Töchter des Reverends verbrachten die ersten Wochen in der neuen Umgebung vornehmlich damit, ausgedehnte Wanderungen in die umliegende Hügellandschaft zu unternehmen und sich dort weidlich an der Schönheit der Natur zu ergötzen. Es war sehr beruhigend für sie zu sehen, dass ihr Vater sich in Overbury sehr wohl fühlte und dort merklich wieder zu Kräften kam. An einem Abend im August befanden die Schwestern sich gerade wieder einmal auf dem Rückweg von einem ihrer ausgedehnten Spaziergänge. Ich liebe dieses besondere Licht im Spätsommer. Du hast recht. Gegen Abend sieht dann alles immer besonders schön aus in dem rötlichen Licht. Ja, das da drüben an dem Berghang. Das muss diese Bricket Bottom genannte Gegend sein, von der man uns erzählt hat. Aha, stimmt.